Hey und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kean, zurück mit Zelda Majora's Mask. Ich habe schon eine ganze Zeit lang dieses Spiel nicht mehr aufgenommen. Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind in dem Skulltula-Haus im Dämmerwald, glaube ich. Kann gut sein. Wo geht's denn hier lang? Wo war ich bisher noch gar nicht? Das ist das Problem jetzt an der ganzen Geschichte. Ich muss herausfinden, wo noch was zu tun ist, wo nichts mehr zu tun ist. Wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ich weiß aber noch sehr wohl, dass. Danke. Dass hier oben Käfer waren. Die ich mir schnappen will. Na ja, komm, ja. Einmal. Zweimal. Und jetzt kommt noch ein drittes Mal. Komm schon. Jawohl! Sehr gut. Drei Käfer gefangen. Das erste Mal habe ich alle drei Käfer gefangen. Ich bin stolz auf mich. So, einmal und zweimal. Gut, dann laufen wir einfach mal ein bisschen verquer hier durch die Gegend. Und schauen, was wir noch so machen können. Da drüben war irgendwas. Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. Wie kommt man darüber? Bring mir nichts. Nicht so viel, glaube ich. Wie kommt man denn darüber? Ich zerstör die Dinger einfach mal. Vielleicht bringt's ja was. Irgendwie. Magieflasche brauche ich nicht unbedingt. Nein, das bringt schon mal nichts. Moment, vielleicht das Auge der Wahrheit. Man weiß es nicht. Nein, nicht wirklich. Okay. War da was? Nein. Nichts. Da drüben habe ich ja auch schon. Hier drin ist nichts. Okay, dann schauen wir mal weiter. Die habe ich ja auch schon alle. Was hatten wir hier? Ach so, hier war der Raum. Okay. Mir fehlen noch sechs Stück. Und wie ich mich kenne, werde ich die jetzt nicht finden, weil ich zu blöd dafür bin. Viel zu blöd. Ja, hier oben irgendwo? Nein. Nein, okay. Was war denn hier oben bei der Leiter noch gleich? Jetzt haben wir gleich Mittag, 12 Uhr. Okay, das ist noch genügend Zeit. Sonst würde ich ja irgendwie krr-krr-krr-krr hören oder so. Herzen? Nein, keine Herzen. Gut. Gut. Was ist jetzt die Frage? Wo könnte noch was sein? Ich habe eine ganz stumpfe Idee gerade. Aber so richtig stumpf. Okay. Ich brauche kein Geld. Beziehungsweise ich brauche schon Geld, aber was ich jetzt eher bräuchte, wäre eine Skulptula. Komm schon. Na. Okay. Ja. Muss jetzt hier Dinge machen, die ich eventuell schon mal gemacht habe. Weil ich mir nicht sicher bin. Na gut. Das hat da schon mal nichts gebracht. Wahrscheinlich habe ich den hier dann auch schon aktiviert.
Na, gucken wir mal. Ich wollte gerade erstmal weggehen, aber. Und. Ja, den habe ich auch schon. Na, kommt wieder her. Was war hier drinne? Hier drin war der Raum. Nein! Oh! So, wie kommt man da hoch? Das ist die Frage der Fragen. So. Und da habe ich aber noch nicht, denke ich. Hoffe ich. Habe ich auch schon. Wie kommt man dann bitte dorthin? Moment. Vielleicht mit einem gut getimten Sprung. Gucken wir doch einfach mal. Ja. Das war wirklich gut getimt, also hervorragend gemacht. Super. Sehr gut. Meisterleistung. Tatsache, so kommt man darüber. Ah, dann werden die letzten wahrscheinlich hier sein. Komm her. So, noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und der letzte ist dann in dem Raum. Okay. Wow. Du hast alle goldene Skulptur das gefunden. Yay. Wunderbar. So muss es sein. Gut, dann können wir jetzt auch hier verschwinden. Sehr schön. Dulam. Und mein nächstes Ziel kenne ich auch schon, wo ich dann hin will. Ich bin befreit. Ich dachte schon, mein Ende wäre gekommen. Vor einiger Zeit hat mir jemand diese Maske gegeben. Er meinte, ich könne damit reich werden. Er sagte, die Anweisungen seien hier irgendwo niedergeschrieben. Aber als ich danach suchte, wurde der Fluch auf mich gelegt. Hätte ich geahnt, dass ein derartiges Martyrium auf mich wartet, hätte ich sie niemals angenommen. Nimm sie. Sie ist dein. Nein. Du hast die Maske der Wahrheit erhalten. Du kannst diese Maske aus den Erzählungen der Shaika. Shaika. Na. Trägst du diese Maske, offenbaren sich die Geheimnisse der Mythensteine und die Gedanken der Tiere. Ich habe genug. Sobald ich mich besser fühle, gehe ich nach Hause. Dafür, dass du genug hast und eigentlich froh sein müsstest, siehst du ziemlich depressiv aus. Gucken wir doch gleich mal. Hallo Hund. Oh, blödes Herrchen. Seine Augen sind stets voller Geiß und Gier. Okay, dann befreien wir dich mal von deinem Herrchen. Juhu! Neues Haustier! Nichts. Mein Gott. Auch schön. Endlich. So, ich will einmal nach Unödu-Stadt. Da brauche ich nämlich was.
Ja. Leibe ich mir noch ein paar Rubine ab. Und dann holen wir uns wieder ein Pulverfass. Ja, genau. Wir gehen nämlich wieder zu Ranch. Das Hundewettrennen. Wenn ich da nämlich 150 Rubine gewinne, bekomme ich ein Herzteil. Wuhu. So, aber dafür müssen wir Agorone sein. Machen wir doch mal eben. Hier geht's lang. Dann wollen wir auch mal lang. La 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 la. Au. Da-da-ba-da-bam-ba. Gib mir deine, meine Rubine. Will ich auch deine? Nein, ich will nichts einzahlen. Goddammit. Nein, das war eigentlich kein Scherz. Ich habe mich nur verdrückt. Rubine abheben. Danke, ich weiß nämlich nicht mehr, wie viele. Deshalb werde ich mal... Hallo. Ich nehme einfach mal 40 mit. 73 ist zwar eine bekloppte Zahl, aber egal. Da ist der Bomben-Shop. Oh, ein Bomben-Shop. Das sieht aus, als ob er Fell auf dem Rücken hat. Komm. Oh, wer hätte das gedacht? Ja, gut, hier. Ich kaufe eines. Bla 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 bla. So, dann lege ich dieses Pulverfass auch direkt mal hier ab. Und damit es ein bisschen schneller geht. Ja. Wow. Such wow. Dieter schwingen. So, wir schwingen uns. Zur Milchstraße. Weil wir es können. Ich frage mich, was schneller wäre, da hinzurollen. Oder mit dem Dieter schwingen. Was wäre wohl schneller? Man weiß es nicht. Milchstra-Dollar, ey. Und... So, einmal. Dann machen wir zweimal und dreimal. Und viermal. Und jetzt kommt was? Natürlich das fünfte Mal. La la la. So, damit es dann auch ein bisschen schneller zur Hunderennbahn geht. Wenn wir Epona rufen, dann frage ich mich ja tatsächlich, wie Epona an dem Felsen vorbeikommt, wenn wir ihn nicht sprengen. Ich glaube, Epona müsste nämlich irgendwo rumgammeln. Wuff, wuff. Jo, da ist Epona sogar. Also wie? Kiki. Und rein hier. Dann schauen wir doch mal. Welches dieser Hündileinchens? Sagt bitte nichts. Sagt bitte absolut nichts. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mal gucken, wer er gerafft hat. Was ich jetzt mit sagt, bitte nichts meine. Gut. Das war euer Keanu mit Let's Play The Legend of Zelda. Ocarina... Nein, nicht Ocarina of Time. Quatsch. Majora's Mask. Bis zum nächsten Mal. Ciao.